So, eine Minute noch, dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Rückenworkout. Starker Rücken. Das heißt, wir fokussieren heute unsere Rumpfmuskulatur. Es ist wirklich vom Niveau nicht ganz so heftig. Es kann jeder mitmachen. Es gibt 1000 Umwandlungsmöglichkeiten. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Heute wundervolle Unterstützung von Tom und von Caro. Ich freue mich sehr. Genau. Ihr braucht nichts. Ihr braucht vielleicht einen weichen Teppich oder eine Matte. Ansonsten machen wir aber einen großen Teil im Stehen. Genau. 29. Wir haben noch ein paar Sekündchen. Möchte noch jemand was sagen? Nein. Oh, wir haben schon 30. Gut. Dann können wir ja loslegen. Wir fangen entspannt an mit einer super easy Mobilisation. Schwingt die Arme erstmal locker von rechts nach links. Atmet durch. Kommt rein. Oberkörper ein bisschen rotieren lassen. So, die Schultern kreisen nach hinten. Riesengroße Kreise zurückmalen. Ganz geschmeidig. Eine letzte noch. Arme anwinkeln, wir kreisen. Große Bewegung zurück. Achtung, 4, 3, 2, Arme strecken, hoch und tief. Arme schön gestreckt lassen. Schwung von unten, hoch, tief, hoch, tief. Große Bewegung. 4, 3, 2, 1. Lockert euch. Stellt euch auf ein Bein. Knie anziehen, Standbein ist gebeugt. Bauchnabel rein, Schultern zurück. Hoch und tief. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Komm, noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Bein wechseln, hoch, 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 8 Stück, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Beine schön breit aufstellen, Arme öffnen, wir greifen im Wechsel ans Knie, richten uns auf und wechseln, lass die Knie gestreckt. Kommt mal ein bisschen tiefer Richtung Fuß. Jede Seite noch einmal. Öffnet die Arme, beugt die Knie, rollt euch ein. Wirbel für Wirbel. Haltet die Spannung. Aufrollen. Luft holen und das machen wir nochmal. Ganz geschmeidig einrollen. Kinn zur Brust, Schulterblätter auseinander, die Spannung kurz halten und langsam wieder aufrichten. Arme kommen tief, an der Oberschenkelaußenseite entlang fahren, runter Richtung Knie. Perfekt. Die Bewegung wird größer, eine Hand einstützen. Kommt jede Seite noch einmal. Und wir lösen. Lockert die Beine aus, schüttelt den Oberkörper aus. Ganz entspannt, sanfte Mobilisation. Und jetzt geben wir ein bisschen Gas mit genau 2 Übungen. 4 Intervalle, a 45 Sekunden. Erste Übung, Knie beugen. Arme kommen nach oben. Ganz normale Standard-Kniebeugen. Gesäß geht nach hinten, Gewicht auf die Fersen. Achtet auf eure Knie. Zweite Übung. Haben wir schon ein paar Mal hier in den Live-Kursen gemacht, die Good Mornings. Arme sind gestreckt,
Knie sind leicht gebeugt. Ich schiebe den Oberkörper vor und richte mich wieder auf. Je nachdem, wie ihr beweglich seid, kommt ihr tiefer oder halt nicht so tief. Wichtig ist, dass ihr stabil seid. Okay, erste Runde Kniebeugen. Diese Leggings. Hüftbreit, Fußspitzen leicht nach außen. Achtung. 4, 3, 2, los geht es. Tief und hoch. 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 Arme schön lang machen. Bauchnabel rein. Je beweglicher ihr seid, desto tiefer könnt ihr gehen. Natürlich. Achtet auf die Knie. Tief und hoch. Tief und hoch. Supi. Sekunden sind recht lange, aber das schaffen wir, kein Problem. Tief, 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 einen letzten noch und lösen. Lockert die Beine. Ihr erinnert euch an die zweite Übung? Fester Stand, Knie leicht gebeugt, Oberkörper schiebt sich vor und zurück. Spannung im Rücken, Spannung in den Armen. Tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, gerade runter, gerade hoch. Daumen zeigen, wenn möglich, nach hinten. Arme schön öffnen. Ihr merkt, es kommt hier aus dem unteren Rücken. Spannung. Atmung nicht vergessen. Weiter, tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Kommt noch 4, 3, 2, 1 und lösen. Arme lockern. Zweite Runde Kniebeugen. Hüftbreiter Stand. Spannung. 4, 3, 2. Tief, tief. Große, stabile Bewegung. Tief. 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 Super macht ihr das. Nicht mehr viele. Die nette Dame zählt gleich wieder runter. 8, 7, 6, 5, nur noch 4, 3, 2, 1, lösen. Beinchen lockern, good mornings, zweite Runde und dann ist das erste Intervall geschafft. Bereit, 4, 3, 2, tief, tief, hoch, hoch. Hoch, 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 weiter, nicht mehr viele, gerader Rücken, denkt an die Spannung, schiebt vor allen Dingen die Schultern nach hinten, Schultern weg von den Ohren, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief. Letzte Runde und kommt, wir richten uns auf. Häuschen, gut gemacht. Wenn ihr möchtet, trinkt ihr ruhig mal einen Schluck und dann geht es gleich weiter. Beziehungsweise in der Pause erkläre ich euch, was als nächstes kommt. Wir beginnen mit der Kniebeuge, beziehungsweise wir halten hier unten, öffnen die Arme, schieben die Arme vor und zurück. Große Bewegung. Schöne, große Bewegung. Als zweites, ja, auch wenn wir die Beine trainieren, trainieren wir immer unheimlich den Rücken. Von daher darf man die Beine bei Rückenübungen nicht vergessen. Wir kommen in den Ausfallschritt hoch. Tief, hoch. Denkt an das Knie. Das Knie im Ausfallschritt, das neigt gerne mal nach innen. Das müsst ihr stabilisieren. Fokussiert eure Fußaußenkanten, damit sich das Knie etwas nach außen schiebt. Die zwei Übungen im Wechsel. Also, wir beginnen mit dem vorgebeugten Haltung, rechtes Bein Ausfallschritt, vorgebeugte Haltung, linkes Bein Ausfallschritt.
Okay? Ich zeige euch währenddessen Varianten, wie ihr das ein bisschen abmildern könnt. Bereit. Hüftbreit. Knie beugen. Po zurück. Arme schön stabil. 4, 3, vor, zurück. Große Bewegung. Zack, 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 zack. Bauchnabel rein. Denk mal hier an diese Kinn-Brust-Geschichte. Der Blick geht natürlich nach vorne. Nicht verkrampfen, locker nach vorne schauen. Kommt schön weiter. Vor und rück. Vor und rück. Kommt noch ein bisschen tiefer. Die letzten 4, 3, 2, 1 und lösen. Perfekt. Rechtes Bein. Wir gehen in den Ausfallschritt. Das Bein von hinten schiebt sich vor. In den Knee-Lift. Achtung. Tief. Mit dem Knie wirklich bis kurz vor dem Boden oder bis vielleicht sogar auf den Boden. Man kann das Ganze auch langsam machen. Kein Stress. Tief, hoch. Kurzes Knie halten und wieder. Tief, hoch. Wer gar nicht das Knie anziehen möchte, kann auch die ganze Zeit hier bleiben. Alles cool. Macht so, wie ihr könnt. Merkt euch, das rechte Bein ist vorne. Kommt eine letzte noch. Und wir lockern. Dritte Übung. Kleine Abwandlung. Wir stehen wieder hier unten. Arme sind angewinkelt. Wir schieben die Arme. Rück, rück, rück. Kleine Bewegung. Von hier zurück. 3, 2, 1, go. Zack, zack. Ganz klein. Schulterblätter schieben sich hinten immer zusammen. Ihr spürt das. Zack, 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 zack. Blick ist wieder schön nach vorn gerichtet. Spannung, schön tief gehen. Gut macht ihr das, aushalten. Ich weiß, der Muskel ärgert uns. Rück, 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 rück. Atmet, kommt tiefer, die letzten, wirklich. 4, 3, 2, 1 und lösen. Runder Rücken aufrollen. Perfekt. Linke Seite. Linkes Bein kommt nach vorne, hinten auf der Fußspitze. Tief. Oder ein bisschen langsamer, gar kein Problem. Schön sauber arbeiten, das ist immer das Wichtigste. Kommt, nicht mehr viele, nicht aufgeben. Perfekt, gut gemacht. Lösen. Trinkpäuschen. Es geht schon runter auf die Matte. Trinkt was, lockert euch. Breitet eure Matte aus und wir treffen uns direkt unten. Übrigens, rückengerecht runtergehen, auch wenn ihr wieder im Kurs seid. Ne? Nicht einfach auf die Matte fallen lassen, nicht auf die Matte stürzen. Macht das mal schön sauber, indem ihr ein Bein nach vorne bringt, kommt runter und seid mit beiden Knien hier. Perfekt, rückengerecht. Gut, ihr erholt euch noch mal kurz, ihr verschnauft und in der Zeit erkläre ich die nächste Übung. Hände sind unter der Schulter. Erste Übung haben wir schon häufig gemacht. Dieses Mal achtet ihr bitte darauf, dass der Rücken gerade bleibt und nicht rund wird. Rechtes Bein strecken, linken Arm strecken. Die schieben wir zusammen und wieder weg. Die müssen sich nicht berühren. Es geht nicht darum, dass ihr euch einrollt, sondern dass ihr mit Spannung beide zusammenbringt.
Zweite Übung, die gleiche Seite wieder strecken. Hoch, tief, hoch, tief. Kleiner Tipp, wenn ihr von dem Bein, das aufgestellt ist, die Fußspitze anzieht und auf den Boden drückt, seid ihr stabiler. Wollmar. Perfekt. Oh, erholt euch, atmet. What happened? Oh no. Okay. Kommt, Schultern zurück. Rechtes Bein strecken, linken Arm. Beide zueinander. 3, 2, 1. Ran, ran, weg, weg. Ran, ran, weg, weg. Ran, ran, weg. Eine noch und dann steigern wir das Tempo. Auf geht's. Komm, ran und weg. Ran, weg. Schön die Spannung im Rumpf halten, nicht einknicken. Komplett Arm und Bein durchstrecken. Zack, 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 zack. Der Arm bleibt hier gestreckt. Nicht vergessen. 4, 3, 2, 1. Kurz lockern, Rücken ein bisschen einrollen, Rücken wieder durchdrücken, Handgelenke durchbewegen. Arm und Bein strecken. Hoch und tief. Go. Hoch und tief. Hoch und tief. Zack, zack. Lasst das Bein hinten durchgestreckt. Fußspitze durchdrücken. Hoch, tief. Hoch, tief. Zack, zack. Prima. Atmung. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rücken wieder einrollen. Rücken wieder durchdrücken. Handgelenke. Linkes Bein strecken. Rechten Arm nach vorne. Zusammenbringen, langsam, ran, ran, weg, weg, ran, ran, weg, weg. Gerader Rücken. Zack, 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 zack. Schön lang machen. Eine noch langsam. Tempo steigern. Ran und weg. Ran und weg. Ran, weg. Die letzten 4, 3, 2, 1. Rücken wieder einrollen. Handgelenke durchbewegen. Schultern durchbewegen. Letzte Runde und dann haben wir die Übung auch wieder geschafft. Hoch und tief. Auf geht's, come on. Hoch, 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 hoch. Langes Bein, ganz langes Bein. Fußspitze, wenn möglich, durchstrecken. Wenn es zu schnell ist, macht ihr es langsam. Hoch, 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 hoch. Nicht mehr viele. Haltet aus, das schaffen wir. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kommt auf die Knie, macht die Arme lang, legt die Stirn ab. Drückt den Rücken durch, erholt euch kurz. Handgelenke durchbewegen, Finger durchbewegen. Okay, gut gemacht. Die nächste Übung. Zwei Übungen, 4 Intervalle, gleichbleibend. Die erste Hälfte haben wir schon geschafft. Wir haben schon die ersten 3 geschafft. Es warten noch 3 Übungen auf uns. Erste Übung, Plank. Hier unten halten, vor, zurück.
vor, zurück. Geht auch auf den Knien, gar kein Problem. Die zweite Übung, zack, zack. Mit dem Becken etwas Richtung Boden kommen. Das war's schon, das wird heftig, aber schaffen wir. Kriegen wir hin. Erste Übung, schön stabil, vor und zurück bringen, mit Kraft, nicht mit Schwung. Kommt, das schaffen wir. Becken nicht zu hoch aufgeht. Vor und rück. Vor und rück. Vor. 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 Zieht den Bauchnabel ein. Alles ist angespannt. Vor. 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 Holt die Luft. Sind nicht mehr viele. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Häuschen. Jetzt kommt das mit dem Becken seitlich absetzen bzw. rüberschieben. Auch das geht auf den Knien. Achtung. 3, 2, 1. Seite und Seite. Seite und Seite. Wenn ihr das auf den Knien macht, im unteren Rücken müsst ihr stabil sein. Ihr dürft nur nicht durchhängen. Seite und Seite. Seite, Seite. Seite, Seite. Das schaffen wir, die letzten. 8, 7, 6, 5. Nur noch 4, 3, 2, 1. Erholt euch. Vor und zurück. Atmet, das schaffen wir. Unterarme aufstellen. 4, 3, 2, vor und rück. Und rück. Und rück. Kleine Bewegung, nicht mit Schwung. Und wenn es mal nicht gehen sollte, macht ihr Pause. Pausiert kurz, geht auf die Knie, gar kein Problem. Vor und rück. Vor und rück. Vor und rück. Zack. Zack. Es verkrampft sich alles. Wir schaffen das. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einer geht noch. Einer geht noch. Wir schaffen das. Rumpf von rechts nach links. Macht euch bereit. Seite hoch, Seite hoch, Seite hoch. Schön sanft. Kopf nicht hängen lassen. Und wenn das zu doll ist, auf die Knie. Seite, 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 Seite. Aber die letzten 8, die machen wir wieder auf den Fußspitzen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut gemacht. Kommt auf die Knie, legt die Arme ab, entspannt euch. Wie gesagt, der Plank, diese Kombi, heftig. Kommt zurück auf die Hände, macht den Rücken mal richtig schön rund, schiebt das Kinn zur Brust, die Schulterblätter auseinander, entstresst den Rücken und dann drückt ihr den Rücken ganz geschmeidig wieder durch. Blick geht hoch zur Decke und das machen wir noch einmal. Wirbel für Wirbel einrollen, Schulterblätter auseinanderbringen, Wirbel für Wirbel wieder durchdrücken und dann gehen wir auf den Boden. Dann legt euch hin. So. Als nächstes muss der Rücken kämpfen, der Rücken muss arbeiten.
Fußspitzen stellen wir auf. Ja? So doll, dass die Knie in der Luft sind. Der Po ist aber fest angespannt. Erste Übung. Blick geht nach vorne, Schulter nach hinten. Ihr schiebt die Arme vor und rück. Vor und rück. Wichtig, bringt die Arme nur so weit nach vorne, dass die Schultern hinten bleiben. Wenn ihr die Schultern immer mitklappt, müsst ihr die Bewegung ein bisschen reduzieren. Zweite Übung. Arme ablegen, Beine anheben und hier so eine ganz kleine Flatterbewegung machen. Die zwei im Wechsel. Okay, auf geht's. Fußspitzen aufstellen, Po fest anspannen. Arme rechts und links, Blick zur Matte. 3, 2, 1. Vor und rück. Ganz große Bewegung. Das muss ganz fest sein, ja? Schulterblätter nach hinten bringen. Wenn ihr ein bisschen mehr möchtet, könntet ihr auch die Fußspitzen nach oben bringen. Sucht es euch aus. Vor, rück, rück, rück. Und immer schön den Blick zur Matte halten. Zack, zack. Gleich haben wir schon die erste Runde wieder geschafft. 4, 3, 2, 1. Arme ablegen. Ihr könnt auch gerne die Stirn ablegen. Wer das nicht möchte, lässt den Oberkörper in der Luft. Beine kommen hoch. Kleine Flatterbewegung. Genau, ganz klein. Je höher ihr die Beine schiebt, desto anstrengender ist es. Die letzten. 4, 3, 2. Ich habe gelogen. Nee. 8, 7, 6, 5. Jetzt aber. 4, 3, 2, 1. Pause. Schwingt das Becken von rechts nach links. Atmet durch. Arme sind wieder rechts und links. Fußspitzen aufstützen. Und vor. 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 Große Bewegung. Fingerspitzen zusammen, Ellbogen zurück an den Körper. Vor. Rück. Vor. Rück. Nicht die Luft anhalten. Und ratet mal, die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Runde, Becken wieder etwas durchschwingen. Arme sind vorm Körper. Beine kommen wieder ein bisschen nach oben. Auf geht's. Letzte Runde. Kleine Bewegung, ganz kleine Bewegung. Vollgas, komm. Zack, 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 zack. Po ganz fest machen. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Kommt wieder zurück auf die Knie und bringt den Rücken nochmal in die Streckung. Und dann kommen wir zur letzten Übung. Die letzte Übung widmen wir dem Bauch. Der Bauch ist ein super wichtiger Gegenspieler vom Rücken. Wenn der nicht stark genug ist, können wir so viel Rückentraining machen. Das bringt alles nichts. So, gerne noch mal was trinken. Die nächste Übung.
sieht so aus. Die Beine sind aufgestellt. Der Rücken legt sich ab. Die Arme sind rechts und links und ich versuche im Wechsel hier an meine Unterschenkel, an meine Fersen, an was auch immer hier unten ist, dran zu kommen. Erste Übung. Zweite Übung. Meine Beine sind in der Luft. Nee, gar nicht, Entschuldigung. Also, Bein ist tief, Bein ist tief. Wir kommen hoch in den Crunch, wir gehen tief. Hoch in den Crunch und tief. Hoch in den Crunch und tief, okay? Dementsprechend machen wir dann in der vierten Runde das andere Bein. Wir starten mit dem rechten Bein. Gut, let's go, letzte Runde, genießt es. Arme sind rechts und links. Blick geht schräg hoch zur Decke. Los geht's. Rechts, links, rechts, links. Zack, 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 zack. Nicht mit Schwung, nicht so schnell. Zack, zack, zack. Acht Stück, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Legt euch ab, erholt euch kurz, atmet tief in den Bauch, rechtes Bein machen wir schon mal lang, links ist angewinkelt, Hände am Hinterkopf, zeitgleich arbeiten, hoch, und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Zum Bein und zurück. Ausatmen und einatmen. Ein, ausatmen und einatmen. Die letzten acht, sieben. 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und wieder absetzen. Kopf entspannt sich, Nacken entspannt sich, Arme sind rechts und links. Luft holen. Kommt. Kopf hebt ab, auf geht es. Rechts und links und rechts. Und links, wenn der Nacken Ärger macht, dann haltet ruhig den Kopf mit einem Arm. Rechts und links und rechts und links. Und es sind wieder nicht mehr viele. Nur noch acht, sieben, sechs, fünf. 4, 3, 2, entspannt euch. Letzte Runde für heute. Ein letztes Mal noch. Linkes Bein lang machen. Kopf festhalten. 4, 3, 2, Zeit, gleich auf geht's. Hoch und tief. Hoch und tief. Ausatmen und einatmen. Zack, 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 zack. Haltet aus. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, 3, 2, 1 und legt euch ab. Gut gemacht. Kannst ruhig laufen lassen. Schnappt euch eure Knie. Erholt euch. Ihr habt es prima gemacht. Malt schöne Kreise auf dem unteren Rücken. Lockert euch ein bisschen aus. Stellt die Füße wieder auf, öffnet die Arme. Die Knie knicken zur rechten Seite rüber, der Blick geht zur linken Seite. Schulterblätter lasst ihr schön liegen.
Ihr solltet einen leichten Zug im unteren Rücken spüren. Und die Beine kommen langsam wieder zurück zur Mitte und knicken zur anderen Seite. Der Blick auch hier wieder entgegengesetzt. Schulterblätter fest liegen lassen. Und die Beine kommen wieder zurück zur Mitte. Schiebt das rechte Bein hoch zur Decke. Versucht es durchzustrecken. Greift nach dem Bein und zieht es etwas dichter zum Körper. Ihr könnt es hier oben greifen, ihr könnt es hier greifen oder hier an der Oberschenkelrückseite. Fußspitze noch ein bisschen dichter zu euch nach unten. Das Bein kommt langsam zurück, wir winkeln es an und wechseln die Seite. Linkes Bein schön hoch nach oben, durchstrecken, Fußspitze etwas nach unten und etwas dichter zum Körper. Das Bein wird angewinkelt, ihr umgreift es und mit ein bisschen Schwung rollt ihr euch auf. Kommt in den Vierfüßlerstand, schiebt die Hände nochmal unter die Schulter, atmet tief durch die Nase ein und rollt den Rücken nochmal ein. Schulterblätter ganz weit auseinander und langsam den Rücken wieder durchdrücken, der Blick geht hoch zur Decke. Und noch einmal einrollen, Wirbel für Wirbel. Ausrollen. Ein drittes und letztes Mal Wirbel für Wirbel einrollen, einatmen, die Spannung im Rücken spüren, ausatmen, Rücken durchdrücken. Ihr kommt langsam auf die Beine und kommt langsam hoch nach oben. Schwingt die Arme nochmal von rechts nach links. Öffnet die Arme, die Daumen zeigen nach hinten, Brustbein geht ganz weit raus, Kinn geht tief. Gegenbewegung nach vorne, macht den Rücken richtig schön rund. Streckt die Knie durch, der Oberkörper kommt tief. Ihr lockert die Arme, richtig schön lockern, lockern, lockern. Ihr beugt die Knie ganz sanft, holt Tiefluft durch die Nase und schiebt euch nach oben. Und durch den Mund wieder ausatmen. Lasst euch fallen. Wir haben es geschafft, starker Rücken, zack. Bis morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart.